Willkommen zurück, Zelda-Freunde, hier bei Hyrule Warriors Definitive Edition. Im Kapitel Die schwarze Zauberin der ersten Side-Story. Ja, und jetzt geht's in den Schattenpalast, der Usurpator. Ja, scheinbar möchte Chia hier endlich versuchen, Xanthor auf ihre Seite zu locken. Wir spielen ja hier Chias Geschichte, die parallel zu der Hauptstory verläuft, die wir schon durchgespielt haben. Und wir haben hier die Auswahl zwischen Chia und Pyroma. Ich würde aber sagen, wir nehmen Chia. Und ja, Zepter der Zeit mit Finsterbonus. Was Besseres haben wir hier leider nicht zur Auswahl. Sia had conquered the land of Hyrule in the blink of an eye and claimed pieces of the Triforce as the spoils of her victory. Intoxicated by the power of the complete Triforce, she fell further under Ganondorf's sway. At his urging, she ripped time and space open to create portals to three other eras of Hyrule's storied past. Immediately, she sensed a power emanating from the Era of Twilight. She set off to discover whether it was a resource to control or an enemy to destroy. Chia spürt also die Macht der Schatten. Ja gut, dass das für sie ganz verlockend ist, ist klar. Okay, es sind drei Parteien hier auf dem Feld. Und ich sehe keine Truhe in den Festungen. Ich sehe aber auch, dass da ein paar Festungen noch gar nicht aktiviert sind als Festungen. Okay, gut. Truppen von Xanthor, Truppen von Midna und unsere Truppen des Bösen. Dann legen wir los. Wir fangen auch hier sofort von einem Gemetzel aus Rot und Gelb an. Guter Beat hier im Schattenpalast. Ah, oh, gibt Durst, na geil. Nimbus Garden. Oh, ich sehe aber, Chia kriegt die Schwachpunktanzeige auch sehr schnell runter. Na, das gefällt mir aber gut. Im Grunde könnte ich die sich ja auch hier gegenseitig bekämpfen lassen, oder? Kämpfen die gegeneinander? Ich weiß es gar nicht. Kann sein, dass die das gar nicht machen. Außer man spielt auf schwer oder so. Aber das machen wir ja nicht. Wir haben es einmal aus Versehen gemacht und das reicht dann auch. Oh, die Nimbus Garden wollte uns angreifen. Ja, und ich muss mich revidieren. Chias Angriffe sind doch ziemlich stark. Ich habe im ersten Part mit Chia... Ah, nein. Im ersten Part mit Chia gesagt, dass es ihr ein bisschen an Durchschlagskraft fehlt und dass sie in der Fläche gut angreifen kann, aber sonst halt nicht. Wenn man nur gegen einen Gegner kämpft, finde ich nicht mehr. Ihre Angriffe sind allerdings manchmal ein bisschen langsam. Aber ich finde es gut, dass sie halt ein... Ja, vom Kämpfen her ein ganz anderer Typ ist. So ein Worker vor den Flammen. Gibt es beschützen? Na. So, den Flammengipfel haben wir besiegt. Der hier kriegt jetzt auch was aufs Maul. Und dann ist er auch besiegt. Ja, ein paar Knochenkrieger sind hier noch. Dann noch mal Nimbusgarden. Oh, ich sehe, da kommen noch mehr Nimbusgarden auf unser Hauptquartier zu. Um die muss ich mich dann wohl auch noch kümmern. So, aber hier sind auf jeden Fall alle großen Gegner besiegt. Dann stürme ich jetzt mal ins Hauptquartier. Das ist ein dummer Weg dorthin. Das ist mein Hauptquartier und ihr geht hier bitte raus. Dann mach du das ruhig. Schadet eher dir als mir.
So, auch Dino Muscatus besiegt. Unsere Hauptmission ist immer noch Zanto oder Midna zu besiegen. Da mache ich mich jetzt auch gleich dran. Was haben wir denn hier? Eine normale Truhe mit... Oh, mit einer Waffe. Ich dachte, da kommen nur Rubine raus, aber nein. So, die Magie nehme ich gerne mit. Und dann geht's weiter. Ich weiß gar nicht, gegen wen ich als erstes kämpfen möchte, falls ich überhaupt die gegen beide kämpfen muss. Das heißt, es ist ja nur Oda, aber ich denke mal, nicht, dass unsere Mission so schnell vorbei ist. So, was haben wir hier? Gut, für Pyroma. Da wird wohl sein. Nee, so nicht. Einfach hier hin. Da wird wohl sein Herzcontainer drin sein. Huch, was machst du denn hier? So, wieder ein Level erreicht. Okay, aber das soll Pyroma dort öffnen. Und dann kann er uns gleich in die Schlacht folgen. Aber wenn ich schon mal zwei Spezialangriffe fertig habe, dann kann ich auch einen benutzen. Lädt sich ja ganz schnell wieder auf. Midna plant etwas, okay. Hier ist nichts. So, einmal kurz zu Pyroma wechseln. Damit wir auch hier unseren Herzcontainer bekommen. Ja, ist ja immer so. Der Herzcontainer ist irgendwo auf der Karte versteckt und das Herzteil befindet sich in einer versteckten Truhe in einer Festung. Pyroma, du könntest allerdings mal hier hin. Du bist zumindest ein bisschen näher an mir dran, falls ich deine Hilfe brauche. Ich hole mir jetzt diese Festung. Dann sollte das Tor sich öffnen. Was haben wir hier? Ein bisschen Magie nur. Ich hätte gern einen ganzen Krug. So, dank unseren Schattenlings ging das ja auch alles ganz gut. Dann geht's jetzt weiter. Oh. Stoßtruppen. Nee, hier muss ich gar nicht hin. Hier muss ich hin. Was haben wir hier noch? Na, mach doch. Okay, mach doch einfach die Truhe auf. Noch eine Waffe. Aber hier ist Midna. Im Königssaal. Und ich sehe, Midna ist relativ stark, ja. Nebenmission haben wir jetzt leider nicht geschafft. So, Schwachpunktanzeige runterbringen. Ja, perfekt. Und ich sehe, Pyroma muss ins Hauptquartier. Ah, die Skulltruppe ist aufgetaucht. Okay, Midna, du kämpfst hier alleine weiter. Ich wurde mir mit Pyroma die Skulltola, hoffe ich. Es sind auf jeden Fall andere Truhen, andere Festungen besetzt worden oder aktiviert worden.
Ja, ich weiß, dass ich das Kultur habe. So, ich sollte aber auch Chi jetzt nicht ganz alleine lassen. Ein bisschen Hilfe wird sie wohl noch brauchen. Das Lebensanzeiger geht auch runter. Man sieht es oben links. Oh, ein Gipto. So, ich wechsle wieder zu Chia, damit wir Midna endlich besiegen können. Sie ist echt stark. Dann eben mit Magie. Das Gute an Magie ist eben, dass die Gegner das nicht blocken können, wenn wir dann angreifen. Oder zumindest nicht so gut. Ich glaube, sie hat gerade einmal was geblockt. So, und Magieangriff. Einschlag und sie ist besiegt. Okay, die Mission war erfolgreich. Der Königssaal gehört auch uns. Aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Ich kann immer noch angreifen. Aber Midnas Truppen haben keine Moral mehr. Zanto freut sich darüber. Jetzt ist Zanto stärker. Na gut, nicht wirklich verwunderlich. Macht ja Sinn. Erstmal holen wir uns jetzt im Westpalast. Und die Quelle der Göttin ist offen. Autsch. Ah! So, und hier ist eine Truhe. Gut, hier redet mit Zanto. Aber erstmal holen wir uns das Herzteil. Okay. So, dann haben wir jetzt hier alles. Skulltula und die beiden Schätze. Das heißt... Ja, hier ist die Tür zu. Okay, Tanto greift unsere Truppen an. Ja gut, dann wechsle ich zu Pyroma. Agneta ist aufgetaucht. Die Käferchen ist entwischt und sie verläuft sich. Na gut. Ach verdammt. Ich glaube, da gibt doch. Okay, aber der Gipto ist besiegt. Und Pyroma hat ein Level-Up erreicht. Boah, bekommen. Agorok? Für einen Moment dachte ich, es wäre Volga, aber Volga ist ja auf unserer Seite. Von daher ist es der Zwielichtdrache Agorok.
Wir sollen Agneta besiegen. Das hätte ich mir noch nicht holen sollen. Aber gut, dann hole ich mir erstmal die Feenquelle, denn die werde ich wohl brauchen, um Agrok zu besiegen. Oh nee. Das ist gar keine Festung hier. Und wechsle ich zu Chia. Wir haben immerhin zwei Missionen. Wir sollen zum einen Agneta besiegen, zum anderen müssen wir aber auch Agrok aufhalten. Was macht ihr hier? Volga freut sich über die Kraft. Ich glaube von Agrok. Ist ja selber ein Drache. Ach du Scheiße. Okay. Was haben wir hier oben? Die wurde einfach nur zurückerobert, oder wie? Ja. Weiß ich gar nicht, was ich zuerst machen soll. Agrok angreifen oder Agneta? Ich mache erstmal Agrok. Los schon. So, jetzt aber schnell. Man kriegt nicht viel runter mit der von den Riesenmonstern. Mit Chia, das ist einfach ein bisschen so ihr Schwachpunkt. Vielleicht mache ich auch die falschen Angriffe, ich weiß es nicht. So, ziehen wir ihn nochmal runter auf den Boden. Und dann braucht er nur noch ein paar Schläge. Ich hoffe, das zieht jetzt auch relativ viel ab. Ja, gut. Einmal müssen wir es noch machen. Ist aber in Ordnung. Komm schon, Agrok. Wir müssen erst das Hauptquartier gleich fällt. Ja, das ist der richtige Angriff. Sehr gut. Man muss halt die richtige Kombo machen, dann zieht man auch viel ab. Okay. So, Agrok ist besiegt. Jetzt rüber zu Agneta. Santo kann es nicht glauben. Ist mir aber egal. Magneta. Oh, Zanto fliegt zum Magiekreis. Das sehe ich so aber nicht. Pyroma, halte Zanto auf. Wir kommen ja selber nicht an Zanto ran, weil wir hier eingesperrt sind. Ich dachte, da tut sich irgendwann auch mal ein Weg auf. Aber bisher nicht. So, Agneta ist besiegt. Magie und Silbermaterial, sehr schön. Jetzt weiter mit Pyroma. Immerhin müssen wir gegen Santo kämpfen. Und gegen seine Flammengiptos.
Ich habe keine Ahnung, wie man mit Pyroma spielen soll. Ich drücke einfach irgendwas, das klappt dann meistens. Aber was genau da für Angriffe rauskommen, keine Ahnung, ich kriege die auch nicht so richtig. Ich schaffe es nicht so wirklich, die Angriffe zu unterscheiden. So, jetzt nochmal einen Spezialangriff. Oh, Volga ist auch hier. So, der Flammengiptus besiegt. Ah, Pyroma ist es. Pyroma zeige ich schon. Nein! Als Santos ist schwer, wirklich Schaden zu machen. Und ich sehe gerade, wir sind gar nicht eingesperrt mit Chia. Die kann ja durch die Mitte laufen. Ach ne, alle Tore sind offen, sehe ich gerade. Ja, okay. Das war wohl, weil wir Agneta besiegt haben. Ah, wir haben Magie. Sehr schön. So, Magieangriff. Wir tauchen unter und... holen die Hand. Schockenangriff. Ist nicht richtig drin gewesen, fürchte ich. Ah, Chia ist da. So, noch von ihr nochmal Magie. Aber nur für den Magieangriff, das reicht schon. Und dann hauen wir einen Schwachpunktangriff hinterher. Damit ist Santo besiegt und die Schlacht ist vorbei. Lass mich auf der Stelle frei! Diene mit Santo und ich lasse dir dein Leben. Ich lasse sogar deinen Palast stehen. Ja, da fügt er sich. Ein Silbermaterial. Naja, gut, er kann halt nur Silber oder Gold geben, von daher ist das eigentlich nur der Trostpreis, aber wir brauchen von ihm beides, also was soll's. Wir haben jedenfalls ordentlich gekämpft. Ja, gut gemacht, Chia. Deine dunklen Machenschaften scheinen dir ja zu gelingen. Wir wissen zwar, dass sie verlieren wird, weil... Naja. Wir haben schon zu Ende gespielt, die Hauptstory. Aber bisher läuft es ja gut für sie. Santos magisches Juwel, Mignasar, Agnetas Korb und Agoroks Glut. Ja, Nimbusgradenpanzer 6 Stück. Flammenbandage 5, hatten wir gar keine mehr. Und der Rest. Und wieder Bildfragment. Ja, sehr schön. Und jetzt gleich geht's in den Wolkenhort. Oder was heißt jetzt gleich? Im nächsten Part geht's in den Wolkenhort. Ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Und ihr seid dabei. Ich geh jetzt erstmal in den Bazar, rüste uns ein bisschen auf und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin, alles Gute!